Unser Thema ist jetzt die digitale kreative Exzellenz. Und ich freue mich, dass wir da wirklich ein spannendes Panel hier zusammen haben. Wir werden versuchen, in der Kürze der übrig bleibenden Zeit, bevor Sie sich vollends dem Demexco-Rausch hier am Abend, dem Party-Rausch hingeben werden, noch zu nutzen. Und deswegen gehen wir schnell rein in unsere Teilnehmer. Ihn haben Sie eben schon auf der Bühne vielleicht erlebt, wenn Sie da waren. Ich sage nur, hier mit dieser Band, Riot in Paris war ja eben bei uns. Jetzt noch einmal in der kreativen Rolle. Begrüßen Sie bitte Live Abraham, Innovative Thunder. Hier ist er. Herzlich willkommen. Christoph Bornstein, COTLGG. Herzlich willkommen. Benedikt Holtappels, Managing Director, Grimm Carlon Holtappels und Friedrich von Zitzewitz, Managing Director, Kreation von Planet in München. So, uns geht's jetzt in dieser letzten Runde darum, nochmal zu klären, warum im digitalen Marketing die Kreativität offenbar ein bisschen gelegentlich auf der Strecke bleibt. Alle reden über technische Begriffe, alle konzentrieren sich auf Wirkungsdaten, auf Klicks und relativ wenig auf kreative Inhalte. Ist das so? Ich fange gleich mal an, machen wir eine offene Runde. Herr von Zitzewitz, kommt die Kreativität in dieser digitalen Welt zu kurz? Ich würde sagen, überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich glaube, kreative Inhalte, wenn man das jetzt nur bezieht auf das Thema Banner-Kampagnen, dann würde ich Ihnen da recht geben. Aber die gesamte digitale Welt und damit auch die digitale Kreation, die digitale Welt dann bespielt, ist ja wesentlich größer. Und da gibt es größere Spielfelder, auf denen sich auch einige Leute sehr toll austoben. Ich bin gleich gespannt auf Ihre kreativen Top-Beispiele. Herr Holtappels, wie sehen Sie das? Kreativität in der digitalen Welt, etwas, wonach man schreit und sagt, die Kreativität hat Vorfahrt, oder fällt es gelegentlich ein bisschen hinten runter? Mein Problem ist, ich verstehe die Frage gar nicht richtig. Weil? Genau, ich würde ein Weil hinterher schießen, weil ich verstehe digital nicht. Das ist wie elektrisch. Insofern, nee, ich sehe keinen Mangel in der digitalen Welt. Oder wenn, sehe ich den genau in dem gleichen Maß, wie ich ihn in der, wenn wir es noch unterteilen wollen, in der klassischen Welt auch sehe. Aber jetzt sind wir hier auf einer digitalen Marketing-Veranstaltung. Das ist Ihnen bewusst. Okay. Deswegen meine derart ausgefeilte Frage an Sie. Aber vielleicht dazu, um das zu ergänzen. Ich glaube, an dem Gedanken ist tatsächlich etwas dran. Ich würde sogar sagen, dass eigentlich die zunehmende Digitalisierung eigentlich auch gleichsam die Entdigitalisierung wiederum der Kommunikation schafft. Und zwar einfach dadurch, dass wenn digital fast die gesamte Kommunikationslandschaft durchdringt. Wir produzieren auch klassische Kommunikation mittlerweile digital. Auch klassische Kommunikation wird digital ausgegeben. Dann taugt irgendwann der Begriff digital nicht mehr zur Differenzierung. Also geht es tatsächlich ihm ein bisschen so wie dem Begriff elektrisch, wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man gesagt hat, wir haben jetzt Elektrizität, jetzt ist alles elektrisch, jetzt ist alles digital. Und das Schöne dabei ist, ich glaube, wenn der differenzierende die Bedeutung des Differenziators digital an Bedeutung verliert, dann ist man auf einmal wieder beim Thema Kreation ist Kreation ist Kreation, Storytelling ist Storytelling ist Storytelling. Und auch Shakespeare, wenn wir ihn aus dem Grabe holen würden, der ein toller Storyteller war, wäre jetzt ein toller Digitalkreativer, weil er einfach gute Geschichten erzählt. Also ist doch noch Luft nach oben, wie ich merke. Fragen wir hier weiter, um die erste Frage zurückzukommen. Sind die kreativen Inhalte genug im Fokus oder nicht? Ich glaube, der Differenzierungspunkt ist, glaube ich, ein anderer. Ich glaube, wir fangen an, und dahin verändert sich das Internet, aufzuhören. Wir fangen an, aufzuhören, das Internet analog zur echten Welt kreativ zu bespielen. Also für alle, die Banner verkaufen, das ist auch nur ein Plakat, was sich bewegt. Und ich glaube, die Art von Kreativität, wenn es denn eine ist, gerät ins Hintertreffen. Das wird unwichtiger. Und es geht heute darum, eine kanaladäquate Art von kreativer Umsetzung zu finden. Und wenn wir über was diskutieren, dann eben über diesen Shift von wir haben etwas in der echten Welt beobachtet und es auf dieses Internet übertragen zu wir benutzen das Internet so, wie es funktioniert. In Vernetzung mit der echten Welt und so. Genau. Ja. In der ersten Runde live noch dazu, bitte. Also ich würde sagen, dass halt
das ist halt eigentlich so die Definition von, okay, dass man das irgendwie so als eigentlich ein Mediakanal ansieht, halt total falsch ist. Und das kommt natürlich jetzt aus so einer Messe, haben wir halt dann die ganzen, ne, Vermarkter da sitzen und sie da eben auch ihre Sachen verkaufen, war gar keine Frage. Aber eben auf der anderen Seite ist glaube ich, dass halt gerade für digitale Kreation halt die digitale, nehmen wir mal, digitale Infrastruktur, die man so hat, ne, halt dementsprechend auch viel mehr Möglichkeiten offenbart und dementsprechend eigentlich gerade jetzt, würde ich sagen, viel mehr kreative Chancen da sind, als sie eigentlich vorher da waren. Und dementsprechend denke ich, dass eigentlich mehr Kreativität möglich ist als weniger und das auch eigentlich mehr. Würde ich gleich gerne ein paar Beispiele zu hören live. Apropos kreative Möglichkeiten, Sie wissen, dass Sie auch in diesem letzten Panel hier noch Fragen stellen können. Blendet doch bitte noch mal ganz kurz unsere Adresse ein, unter der Sie hier per Twitter Ihre Fragen stellen können. Die letzte kam übrigens von Christine Michels. Sie einfach nur Love geschrieben hat vor ein paar Minuten. Das nehmen wir auch gerne entgegen. Vielleicht ist die Dame noch da. Das sehen wir als Ermutigung für diese letzte Runde an. Ansonsten kommt hier gleich nochmal die Adresse, unter der Sie dann auf jeden Fall sich hier auch noch kurz einbringen können. Ich will das nochmal ein bisschen zuspitzen. Wenn alle Kreativen happy sind, dann ist es gut. Aber wo stoßen Sie denn in der täglichen Arbeit wirklich mit dem, was man sich ausdenkt, an Grenzen? Also wir stoßen hauptsächlich bei den Vermarktern an die Grenzen, in den Formaten, in der Willigkeit, Neues auszuprobieren. Ich verstehe, dass das wahrscheinlich häufig ein schlechtes Revenue-Modell für den Vermarkter ist, aber das sind unsere eigentlichen Grenzen. Sagen Sie uns mal ein Beispiel, es bleibt ja hier im Raum, wo Sie einfach eine Mörderidee hatten und die Vermarkter haben gesagt, du ist eine Mörderidee, aber wir machen es nicht. Nee, ehrlich gesagt, das, was uns von den Vermarktern angeboten wird, ein Skyscraper-Banner, wie zum Teufel wollen Sie da gute Kreation drin machen? Ist nicht machbar. Das ist abhängig von Bildschirmgrößen und von Vermarktungseinheiten. Mobilen Banner, es tut mir leid, Kreation, da wäre der ein oder andere mobile Agentur anderer Meinung, schwer gut reinzubringen in dem Maße. Die Übersetzung von etwas, was schon in einem Medium nicht funktioniert hat, in ein anderes Medium, wo es einfach noch kleiner ist, erscheint eh fragwürdig. So, und das würde ich sagen, das sind Begrenzungen, mit denen wir uns als Kreative auseinandersetzen müssen. Und um da reinzugrätschen, ich bin schon ganz hier, ich glaube, das fängt noch viel, viel früher an, weil ich glaube, wo so ein bisschen das Problem gerade ist, dass auf Kundenseite immer noch in der ganzen budgetären Sache immer noch sehr oldschool rangegangen wird. Es wird in der Hinsicht rangegangen, okay, ich habe mein Budget für das Jahr, ich muss jetzt auslegen, ich habe Product Launch 1, 2, 3, ich habe irgendwie meine Seasonal Kampagnen, das heißt, ich habe Christmas und Summer und Frühjahr und so und da und so, ne, strukturiere ich jetzt mein Geld und dann bleibt da irgendwie X Amount übrig, aber eigentlich, und dann fange ich an, für die ganze Sache Media zu buchen und dann geht's los. Aber wo ja gerade jetzt die Chancen liegen, ist ja, dass wir halt so viele neue Möglichkeiten haben, auch Dinge zu machen, die auch von dem, was sie eigentlich sind, viel weiter von irgendwie Werbung weggehen und von irgendwie, ich nenne es mal Filling the Blanks, wo einfach nur, ich habe eine Plakatkampagne, ich habe ein leeres Ding im Newspaper, da packe ich was rein, ich habe was leeres im TV, da packe ich was rein. Aber das ist halt im Grunde so ein, und ich glaube, da sind wir uns wiederum einig, ist halt die Kernfragestellung, ist Kreativität Kampagne oder ist es mehr als das? Also These dazu, Kreativität in der Entwicklung von Produkten und Diensten ist eben das, was die digitale Welt in Zukunft antreiben wird. Und diese Kampagnenhaftigkeit, wie wir sie aus der klassischen Welt kennen, tritt eben so ein Stück zurück. Ja. Vielleicht auch eine Grenze, an die man stößt, ist meiner Ansicht nach auch häufig noch die mangelnde Experimentierfreudigkeit der Kunden, deshalb hier der Appell, also sozusagen mehr Experimente zu wagen, weil es verführt natürlich das, was Sie sagten, Technologie und so weiter, es verführt natürlich sehr, dass man alles messen, tracken und sonst was kann und man denkt, das ist eine exakte Wissenschaft jetzt total und man hört dann oft die Frage, man stellt etwas Neues vor und hört dann die Frage, haben Sie denn Erfahrung damit? Und man sagt, nein, das ist ja gerade das Tolle, weil damit kann man noch keine Erfahrung haben, weil das hat ja so noch keiner gemacht. Das heißt, da muss man dann einfach mal nach diesem Try-and-Error-Prinzip natürlich auch mal in der Kreation vorgehen und auch auf Kundenseite sozusagen Experimentierfreude haben, um dann halt solche Dinge mal auch wirklich einfach auszuprobieren, ob sie funktionieren. Diese Diskussion haben die Dinosaurier der Werbung aus heutiger Sicht, die ganz normal damals angefangen haben mit was Verrücktem, Fernsehwerbung, auch geführt jetzt vor 2, 3 Jahrzehnten. Wir sehen aber jetzt hier, das sieht man an dieser Messe der Professionalisierung der Umsatzzahlen. Wir sprechen von 6,44 Milliarden Umsatz von Online-Werbung im letzten Jahr. Wir sprechen von +12% nochmal. Das ist ein Wachstumsmarkt. Wir sehen, wie sich das hier alles etabliert hat. Von einer ja wirklich anerkannten neuen Wertschöpfungskette. Ist es trotzdem so schwer? Gibt es nach wie vor keine mutigen Leute, die Kreativen sagen, probier es einfach mal aus? Gibt es auch solche Beispiele? Also ich würde sagen, total.
Aber ich glaube, dass das halt, ich sag mal so, in den Agenturen, in denen die meisten von uns arbeiten und so, dass wir halt dann auch teilweise mit so großen Kunden dann arbeiten, dass dann einfach eben auch sehr viel, ich sag mal einfach, wie es halt nur ist in halt großen Corporations, dass halt sehr viel Bürokratie trotzdem im Weg steht, eigentlich halt schnell Dinge auszuprobieren. Und dann wiederum auch, also als ich dann zum Beispiel von halt Deutschland nach Amerika rübergegangen bin, wo dann halt einfach die Budgets halt einiges größer sind, ist da eben auch auf einmal mehr Spielraum, auch Sachen auszuprobieren zum Beispiel und so. Also das liegt halt, glaube ich. Vielleicht müssen wir die Leute, die mutig sind, einfach mehr loben und öffentlich nennen. Ich möchte, dass jeder von Ihnen jetzt mal einen Kunden sagt, wo er sagt, da war ich, nennt Ross und Reiter und Marke und was ihr wollt, und sagt, da war ich bei dem Kunden und der ist cool, der hat gesagt, ich traue mich was, mit welcher kreativen Idee? Naja, also ein Kunde, mit dem wir in den letzten Jahren echt tolle Kreationen immer wieder gemacht haben, ist auf alle Fälle Lego. Was war eure Idee und wo haben die gesagt, macht mal? Naja, also ich habe den einen Case ja auch noch dabei. Also, den Lego-Case haben wir dabei? Ja. Haben wir das vorliegen, ihr Lieben? Oder wir hatten eben ein bisschen technische Probleme. Können wir das zeigen, den Lego-Case? Wollen wir es versuchen? Ja, sieht gut aus. Also der Lego-Case. Ich liebe ja Lego. Ja, also der immer schon geliebt. Ist ein bisschen eingebettet jetzt in eine Präsentation. Man muss mal auf die nicht länger als 20 Minuten als dauert, Slide oder? Geht. Genau, die These war einfach nur, dass Marken halt ein selbstverständlicher Bestandteil der digitalen Welt werden müssen. Und wenn man dann sozusagen, um relevant zu sein, und wenn es relevant ist, dann funktioniert das auch im Sinne der Kreation. Jetzt mal ein Beispiel, das ist ein Film, ein Stop-Motion-Video, den hat mein Sohn Karl, 10 Jahre, produziert, selber gemacht. Ich habe ihm dabei auch nicht geholfen, also 500 Fotos gemacht, die dann in so einem einfachen Schnittprogramm hintereinander gepackt. Wie alt ist Karl? 10. 10. Genau. Und das Interessante dabei ist, also warum macht der sowas? Der guckt halt gar kein Fernsehen mehr, sondern sein großes Interessengebiet sind Star Wars und ist Lego. Und er kennt Star Wars auch nur von Lego und nicht durch die Kinofilme. Und er ist halt auf YouTube unterwegs, das ist halt sein Kanal. Ist, glaube ich, ja die teuerste Lizenz, die Lego jemals gekauft hat, ist von George Lucas. Die Star Wars, ich glaube, 1 Milliarde haben die dann inzwischen abgeliefert. Ja, und ich habe mir dann angeguckt, was guckt er sich denn so an? Und er guckt sich halt auch die Stop-Motion-Videos von Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Welt an, die halt hochladen auf YouTube. Ich glaube, die besten, die ich da entdeckt habe, waren immer von einem Mark Forrester aus Illinois, 13 Jahre. Der hat irgendwie 350.000 Views auf seinem YouTube-Channel. Ist ein Cousin von George Lucas, war wieder ein Neffe. Und Karl will das halt nachmachen. Und da merkt man auf einmal, dass dieses Produkt, Lego, diese Marke, auf einmal ganz selbstverständlich, auch meinetwegen zufällig in die digitale Welt reinwächst, weil sich die Zielgruppe halt damit beschäftigt. Und das haben wir dann auch nochmal versucht, sozusagen mit meinen beiden Söhnen als Testpersonen nachzubilden, um sozusagen daraus dann einen Case auch für Lego zu schaffen. Und meine beiden Jungs haben das auch häufig getestet. Wie mache ich das hier weiter? So, genau. Und jetzt mal ein Case. The Brief. Develop a digital campaign for Lego that promotes the core of the brand. Creativity. The solution. We created an idea for the most common banner, the leaderboard banner. 728 pixels by 90 pixels for endless fun. An interactive jump and run game that's fun. Even more fun, build your own levels. On buildersofinfinity.com, users create together a never-ending jump and run game. Lego Builders of Infinity. How? Users can create their own level with Lego bricks. Small bricks, big bricks, moving bricks. Pink bricks, fast forward bricks. Once a user finished building a level, they can publish it. This level is then added to the game, raising the number of levels for the banner. And you can play every level on every website the banner is published on. So LEGO's banner became the longest user-generated jump and run game ever. You can share your level with friends on Facebook, so they can start playing the game from your level. Additionally, everyone can embed the banner to his blog or website, making it a viral banner campaign with very low media effort. The result? Countless LEGO fans from all over the world create a never-ending jump and run game. And to become number one in the high score, some of them played for more than 1 hour on this banner. Play and create
on buildersofinfinity.com. 2 Stunden haben die da verbracht. Ja, also wie gesagt, ich habe das ja an meinen Jungs ausgetestet, auch in der Phase, als das gebaut wurde. Und die haben dann angefangen, sich nur noch damit zu beschäftigen. Spielen die auch nochmal mit richtigem Lego? Die spielen auch noch mit richtigem Lego. Aber die finden es natürlich total spannend, kreativ, dass dieses Produkt sozusagen, die benutzen es da und da. Für die ist das Lego, für die spielt das auch keine Rolle, dass das digital ist. Die kennen das Wort vielleicht. Aber für digital. Lego spielt das schon eine Rolle, denn die wollen noch ein bisschen Klötzchen verkaufen, oder? Ja, klar. Aber die, da müssen die mal bei uns oben in die Kinderzimmer gehen, wie das da aussieht. Das also ist die Hero Brand. Ja, auf alle Fälle. Hold up jetzt. Sagen Sie uns mal ein Beispiel, wo Sie sagen, da konnten wir wirklich kreativ sein, da konnten wir uns austoben. Da ist der Kunde auch mitgegangen. Das muss vor 2 Jahren gewesen sein, als wir IKEA vorgeschlagen haben, alle 750 Produktneuheiten in einem Film vorzustellen. Ich glaube, es ist ein 4-Stunden-Film draus geworden, eine Riesenproduktshow. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Aber da gibt es einige Produkte nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, es ist so langweilig, nach hinten zu gucken, weil das ist dann vielleicht doch die Chance in digital, dass wir mittlerweile Sachen machen können, die wir sehr schnell rauskriegen. Also Sie müssen nicht den TV-Flight buchen, sondern Sie haben sehr viele Spielwiesen, wo wir mit viel kreativer Power Sachen schnell veröffentlicht kriegen. Und das ist dann vielleicht in diese Diskussion zu bringen, wie wir digital einordnen, eine echte große Chance. Also so dieses, du machst heute eine Kampagne, die ich nächste Woche gar nicht so mehr machen würde, weil das Medium sich wieder mit verändert hat und neue Möglichkeiten. Genau, das ist es. Also ich habe neulich einen, wir hatten uns in der Diskussion davor gefragt, was sind eigentlich die großen digitalen Kampagnen im letzten Jahr gewesen. Ich habe neulich dieses Interview-Projekt von David Lynch gesehen. Das haut mich um. Da gucke ich 3 Stunden hin und gucke es mir nochmal an. Einfach weil der Mann so begnadet interviewen kann und das ist, ich mag das und das ist irgendwie, das würde ich nirgendwo anders finden und sehen. Und das ist das Großartige und das ist das, warum mich diese Welt fasziniert und woher im weitesten Sinne vielleicht auch ein Wachstum aus der Welt kommen, weil wir langsam alle noch mehr Chancen entdecken, irgendwas zu machen. Das ist auch immer der Aufruf an die Kreation, ist, wie können wir diese Welt noch ein bisschen ausbauen und nutzen und was können wir da noch reinschmeißen und wie können wir die tollen Sachen verstehen und auf Kunden übertragen und Kunden damit beraten. Ja, und was fehlt? Also wo kann man tatsächlich dem Nutzer irgendwie einen Mehrwert geben als Marke, wo einfach eine Situation fehlt, wo ein Tool fehlt schon immer, wo man reingreifen kann. Also tatsächlich sehr viel nutzwertigere Kreation. Wir haben uns vorhin hinter der Bühne darüber unterhalten. Ich glaube, das ist tatsächlich interessant, dass Kreativität online auch manchmal total unkreativ und langweilig ist. Die mir total verhasste Marke Urban Outfitters, die so Hipster-Kram produziert, hat es geschafft, sich auf dem Kanal Instagram in mein Leben zu schleichen. Einfach nur durch eine Kanalnutzung, die sich sehr viel näher anfühlt, was nicht total kreativ ist. Im Gegenteil, das kann jeder. Aber dann geht es dann tatsächlich darum, was macht Relevanz in digital? Und das ist eben tatsächlich die Nutzungssituation erkennen und in der einen Dienst anbieten, der Sinn macht und zur Marke passt. Was Lego zeigt, was letztlich aber auch die IKEA-Sachen zeigen und Urban Outfitters macht es eben ganz, ganz banal. Was ein tolles Beispiel, große digitale Kreation ist das MyTaxi-App. Es haut mich um. Warum ist da niemand früher drauf gekommen? Das ist eine große Idee, die, glaube ich, mittlerweile auch gutes Geld verdienen. Insofern, das gehört dann auch in dieses Spiel, was kann ich nutzen, was da vorhanden ist, wie sehr kann ich es verstehen und wie kann ich es dann einsetzen rein. Apropos nutzen und verstehen, haben Sie uns nicht auch so einen verrückten Film mitgebracht? Ja, ich habe als Beispiel dabei, aber vielleicht mehr als Beispiel zu, wie kann man Kreationen in digital verlängern oder nutzen. Louis Vuitton mit der Kampagne der großen Testimonials kommen mit einem, oder genauer gesagt mit 2 Filmen auf YouTube daher, die das Testimonial Muhammad Ali nochmal einsetzen. Und das in der Kombination zwischen einem Künstler und Mos Def, der jetzt mit neuem Namen antritt, ich kann mir den immer nicht merken, 2:25, mir gefällt es wahnsinnig, insofern müssen Sie es sich jetzt angucken. Das gönnen wir uns, 2:25, Ihr Leben vielleicht ein bisschen bereichern. Bitteschön. The prettiest fighter that ever will be. He talks a great deal and brags and ditty of a muscular punch that's incredibly speedy. The fistic world was dull and weary, but the champ like listening things had to be Jerry. Then comes someone with color, someone with dash,
to get the fight fans a running with cash. This brash young fighter is something to see, and the heavyweight championship is his destiny. Ali fights great. He's got speed and endurance. But if you sign on to fight him, increase your insurance. Ali's got a left, Ali's got a right. And if he hits you once, you'll sleep for the night. As you lay on the mat as the ref counts to 10, you'll pray you never have to fight him again. For I am the man this poem is about, the heavyweight champion, there's no doubt. This I predicted and I knew the score, the champ of the world in 64. When I say 3 day, go in a third, don't bet against me, I'm a man of my word. For I am the man this poem is about, the heavyweight champ, there is no doubt. Here I predicted Mr. Liston's dismemberment. Hit him so hard he wondered where October and November went. When I say two, there's never a third. Standing against me is completely absurd. If I tell you a mosquito can pull a plow, don't ask how, hitch him up. I am the greatest. I am greatest. I am the greatest. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. I am the greatest. So, und wenn man sich den mal kurz aus der Sicht einer Agentur anguckt, 2 Minuten 25, hab's mal gestoppt, 1,2 Sekunden vorne Branding, der Rest ist eine Hommage. Und das geht, glaube ich, nur digital. Also 2 Minuten 30 im Fernsehen ist relativ teuer. In 30 Sekunden würde man mehr Brand reinmachen, ein Logo mitlaufen lassen, irgendwie so kaputt machen. Und das ist dann eine Chance, die digital total hat. Den habe ich weitergeschickt, ich habe ihn Ihnen jetzt alle gezeigt. Also insofern ist das wirklich, das ist digitale Kreation, so wie sie besser macht. Und wann kamen dann irgendwelche Kollegen vom Kunden, die gesagt haben, und was bringt uns das? Oder sind Sie da verschwunden? Nee, lustigerweise, wir sind darauf gestoßen, weil ein Kunde zu uns gesagt hat, sowas wollen wir auch. Insofern, das bringt wahnsinnig viel. Also nun sehen Sie, wie ich angezogen bin. Louis Vuitton wäre nicht meine Marke und trotzdem habe ich auf einmal eine Grundsympathie für die. Insofern bringt es sehr viel. Live. Ganz kurz nochmal von euch beiden auch zum Schluss. Zwei Beispiele, jetzt auch von mir ohne Charts und ohne Slides. Wo wart ihr wirklich überrascht, dass ihr gesagt habt, hier haben wir eine tolle Idee gehabt und wir konnten es auch umsetzen? Ich habe im letzten Jahr oder so den Kunden McCormick geleitet. McCormick ist praktisch eine super oldschool Gewürzmarke in Amerika. Die machen halt Pfeffer und ganz viele irgendwie Gewürze und zeigt. Und die sitzen auch irgendwo außerhalb in Baltimore. Und wenn man so halt diese Firma anguckt und als wir dann auch irgendwie dann halt den halt geleitet haben, innerhalb von RJA alle so, oh, was bist du auf McCormick? Alles okay? Ist das so und so? Aber was da natürlich das Krasse war, dass die halt eben auch super unvoreingenommen war gegenüber halt digitaler Kreation und Stuff. Und dementsprechend halt wir auf einmal echt eine Chance hatten, da reinzutreten und die das eben auch angenommen haben als eben auch wirkliche Beratung. Also nicht in dem Sinne, okay, wir brauchen jetzt die Werbung, das ist so und so und so, gib her damit, sondern da ging es halt eben los, dass wir halt dann mit denen eben auch direkt schon so uns hingesetzt haben, die Budgets fürs nächste Jahr geplant, etc., etc. Und da dann eben auch im Endeffekt halt jetzt eigentlich ein digitales Produkt reingekauft haben, worüber ich noch nicht groß reden kann, aber was halt denen am Ende halt auf einmal halt ein richtig neues Produkt eigentlich für die ist, ne, was halt digitale Extensions hat, wo sie dann aber eben auch richtig zwei Leute geheiert haben, die das Ding jetzt komplett fulltime halt leiten und so. Und da merkt man halt auf einmal, dass es dann eben auch, wenn man eine richtige Beziehung mit den Kunden hat, dass man da wirklich auch was bewegen kann, was dann eben ein bisschen weitergeht als nur halt, ne, filling the blanks und so. Und da, also, das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich halt sehr begeistert war drüber. Letztes Beispiel für heute. Meine Antwort heißt, und da bin ich immer noch dankbar für, dass wir Vodafone Tweetlead machen durften. Also eine Band einen Tag in ein Studio setzen und nur basiert auf Twitter-Zitaten Musik live produzieren zu können, war eins dieser Wagnisse, bei dem der Kunde auch mal Nein sagt. Dass wir das machen konnten, war großartig. Eine kurze Frage noch mit der Bitte um kurze Antwort. Die Verknüpfung zwischen, ich benutze das böse Wort nochmal, digital und Medienagenturen, ist die enger als die zwischen digital und Kreativagenturen und Kreativen? Sind die Mediaagenturen im Vergleich zu den Kreativen
alleine, wobei es bei den Mediaagenturen auch viele Kreative gibt, aber das Kreative, ja, fällt das gegenüber der Mediaplanung letztendlich oft hinten runter? Ganz kurz, live. Also für mich sind, also Mediaagenturen sind ja gewisserweise irgendwo Broker. Da geht es ja darum, wie kannst du mit dem richtigen Geld die besten Einkäufe machen und so. Und da, klar, da, ne, also jedes Business ist irgendwo kreativ in einer gewissen Weise. Aber ich sag mal so, in den Digitalagenturen, und ich sehe da auch einen Unterschied zwischen halt digitalen Werbeagenturen und Digitalagenturen, also wo es halt darum geht, eine Werbung zu machen oder eben halt eben auch digitale Produkte. Und da geht es dann auch in fast Unternehmensberatung so richtige Tätigkeiten mit rein. Aber ich sehe da schon mal zwei sehr verschiedene Dinge. Natürlich, Best Case arbeiten die auch zusammen, weil oft halt eben auch, ich kann das tollste App ever machen, aber wenn keiner davon weiß, dann bringt es mir auch nichts. Dementsprechend soll ich schon so mit meinem Media Buddy sein, aber ja. Schnelle Antwort von euch noch? Ich glaube, eine tolle Aktion ist immer bestehend aus den Winkeln der Idee, der Sichtbarkeit und wie man sie erzählt. Insofern, also ich finde die alle total wichtig und mag sie. War ein bisschen angeschleimt jetzt, fand ich. Ja, ein bisschen Anbieter jetzt. Ja. Okay, verstehe. Jetzt kriege ich keine Banner mehr. Ob sich in so einer Diskussion Christoph Freibanner für Goldideen. Hier verkaufen wir keine Banner. sich in so einer Diskussion Christoph anzuschließen, ist immer gut. Insofern bin ich voll seiner Meinung. Ich mag, dass wir so ein bisschen hier auch kuscheln. Halt. Ja. Ja, komm, wir gehen, Schatz. Ich meine, gerade bei uns in der Agentur spielt natürlich auch die Media eine große Rolle. Und das macht das super. Natürlich, dass da die Zusammenarbeit zwischen Kreativen und Mediaagenturen wird da gelebt. Ich glaube aber auch, dass Ideen können aus jeglicher Ecke kommen. Die können halt aus der Technologie kommen. Die können aber auch aus einem medialen Gedanken kommen. Und sie können natürlich auch vom Storytelling kommen. Und alles ist gerne willkommen. Und wenn es cool ist, ja, macht Spaß. Cool. Ja. Wir schließen den Tag heute in dieser Congress Hall mit einem Wunschkonzert. Wir machen eine letzte Runde. Als Kreativer in der digitalen Welt wünsche ich mir, Friedrich. Als digitaler Kreativer. Als Kreativer in der digitalen Welt wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir, dass wir in den nächsten Jahren noch viel tollere und spektakulärere Aktionen und Kreationen auf die Straße oder aufs digitale Spielfeld bringen. Benedikt, einen heute Autokunden. Abends. Bitte? Einen Autokunden. Mehr Mut und live? Dass wir jungen Talenten eine bessere Chance geben, weil ich das Gefühl habe, dass wir die gerade ein bisschen verdummen lassen, wenn sie in die Agenturen kommen. Sagt dann mal mit 26. Wunderbar. Freue mich sehr, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Schlussrunde. Morgen zweiter Tag in Mexiko. 10 Uhr sind bitte alle wieder hier. Freue mich sehr drauf. Feierabend für heute hier in der Halle. Danke an euch und heute Abend Ihnen viel Vergnügen hier in Köln am Ring. Bis nachher. Tschüss. Danke.